mit Daniel Rein. Ein Hund hat sich am Samstag in Dornbirn als Retter für seine Besitzerin erwiesen. Die junge Frau ging spät am Abend im Bereich Dammstraße mit ihrem Rottweiler spazieren, als sie von drei Männern überfallen wurde. Die Räuber waren auf ihr Geld und das Handy aus, doch der Hund konnte die Angegriffene erfolgreich verteidigen. Samstag, 23 Uhr. Eine 29-jährige Frau spaziert hier mit ihrem Rottweiler im Bereich Dammstraße Dornbirn-Egetten. Drei Unbekannte folgen ihr und überfallen die Frau. Doch die Männer haben nicht mit ihrem Hund gerechnet, der sich schützend zwischen seine Besitzerin und die Angreifer stellt. Als dann ein zweiter Mann Pfefferspray gegen den Hund eingesetzt hat, hat der Hund sich und auch die Besitzerin verteidigt und beide Männer im Fuß bzw. auch im Arm gebissen. Das hat der Frau die Flucht ermöglicht. Allerdings ist der dritte Mann noch nachgelaufen, hat sie wieder zu Boden gestoßen. Der Hund ging wieder dazwischen, hat die Besitzerin erfolgreich verteidigt und beide konnten fliehen. Aufgrund der Verletzungen vermutet die Polizei, dass die Täter auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen müssen. Dahingehend wird auch ermittelt. Der Hund jedenfalls rettete die Frau. Es war ein glücklicher Zufall, dass die Dame den Hund dabei gehabt hat. Er hat sicher eine sehr zentrale Rolle dabei gespielt, dass die Frau nur mit Schürfwunden davon gekommen ist. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise, da die junge Frau die Täter genau beschreiben konnte. Alle drei Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zwei davon waren Südländer und sprachen gebrochenes Deutsch. Zur Täterbeschreibung. Der erste Täter ist 1,75 Meter groß, schlank und hat einen markanten Bart sowie 2 bis 3 Zentimeter lange Haare. Der zweite Täter ist 1,70 Meter, schlank, trug eine helle Hose, rote Bomberjacke und weiße Turnschuhe. Der dritte Mann war 1,85 und hat eine kräftige Statur. Die Polizei hofft auf Hinweise.